Ja, herzlich willkommen alle zurück aus der Weihnachtspause. Wir sind in der Vorlesung Programmiermethodik. Wir sind im Wintersemester 18/19. Frohes neues Jahr und all solche Dinge mehr. Und wir sind immer noch dabei, Graphical User Interface Programmierung irgendwie zu verinnerlichen. Wir schließen das heute ab. Ich hatte versprochen, dass ich als Hausaufgabe da noch mal ein bisschen was dran tue. Habe ich auch gemacht. Zeige ich vielleicht mal gerade, wenn ich das irgendwie nach vorne kriege. Nein, das wollte ich nicht. Mist. Moment. View. Presentation Mode. Wunderhübsch. Und jetzt brauchen wir noch mal so einen Run. So, so sieht das Ding jetzt im Augenblick aus. Wir erinnern uns so grob, das hatten wir, könnten wir jetzt mal hier sagen, das ist die New Year Party. Natürlich im SE Lab. 31.12. oder so. 2018. Wunderhübsch. Ich habe das hier ein bisschen geändert, das ist der People View. Wenn es noch keine People gibt, eröffnet er sich jetzt damit, dass er gleich fragt, was ist das Erste, was ich hier eingeben möchte. Ich bin natürlich immer der Erste auf der Party. Jetzt bin ich in dem normalen People View. Wir waren letztes Mal dabei stehen geblieben, dass dieser List View hier unten nicht so funktionierte, wie ich das wollte. Das habe ich jetzt gelöst. Ich trage mal noch einen mehr ein, damit wir irgendwie ein bisschen mehr sehen. Ich erkläre noch mal ganz ein bisschen was zu dem List View. Ich gehe das nur einmal durch. Diese List-View-Geschichten sind so ein bisschen speziell. Man braucht die relativ häufig oder verwendet die in den professionelleren Sachen relativ oft. Und deswegen würde ich euch das gerne nochmal so ein bisschen zeigen. So, und hier bin ich in dem komplett falschen Tool. Und jetzt brauchen wir hier das richtige Ding. Bin ich denn hier im richtigen Tool? Das sieht eigentlich hübsch aus. Ja, das hier ist das. Wunderbar. Und ich brauchte die Party-App. Wunderbar, da bin ich auch. Schön. Ich habe hier vorne ein bisschen was dazu gebaut. Das erzähle ich später. Ich habe so einen Model Manager, hatte ich den letztes Mal schon. Das war dieser zentrale Zugriffspunkt auf unser Modell. Den kann ich mal fragen. Wo ist meine Party? Das habe ich hier vorne einmal eingebaut, damit das alles initialisiert ist. Spannend war dieser Party-Controller. Der baut diese ganze View-Geschichten hier zusammen. Der Party-Controller war am Schluss dafür zuständig, hier oben diese drei Buttons hinzumachen und dann zwischen den verschiedenen Editoren oder Views umzuschalten. Ne, der macht sich hier diesen Start-Dialog, den People-Controller. Und irgendwo gibt es einen Shopping-Controller. Ich habe noch einen dazu gemacht, den zeige ich nächste Woche. Hier werden diese Buttons zusammengebaut und bla bla bla. Dann gab es den Start-Controller, der ist nicht so spannend. Der People-Controller ist der für diese ganzen People. Also wo man diesen List-View hat. Und im Wesentlichen war das so, dass wir so ein bisschen Titelsachen zusammen basteln. Und dann gab es diesen Add-People-Button. Moment, das ist der hier, gerade das People-Text. Und dann kam im Wesentlichen auch schon der List-View. Das ist hier so ein Member-List-Ding. Wo ist der deklariert? Hier oben. List-View. Die List-View ist extra dafür, da einfach eine Liste von Dingen anzuzeigen. Und das Spannende ist jetzt, dass dem List-View völlig egal sind, wie diese Dinge eigentlich aufgebaut haben. Da kann man einfach nur ein Label anzeigen, da kann man aber auch irgendwie eine H-Box anzeigen, die ein Label und einen Button enthält. Da kann man auch eine V-Box anzeigen, die eine H-Box enthält oder irgendwas beliebig Kompliziertes. Und davon kann man dann eben viele, viele untereinander haben oder nebeneinander, wie man das gerne möchte. Und so ein List-View möchte erstmal wissen, wer wird hier eigentlich angezeigt. Das heißt, der braucht eine Liste von logischen Dingen, die angezeigt werden sollen. Und jetzt kommt das Blöde, das muss so eine Observable List sein.
Observable Lists sind einfach die Dinger, die Property so feuern, wie JavaFX das erwartet. Unsere Modelle, die wir mit FooLib generieren, aus unserem Klassendiagramm, unsere logischen Modelle, haben normalerweise keine Observable List drin. Die benutzen eine ganz normale ArrayList, also ein ganz normales Array, um Dinge darzustellen. Das feuert nicht die richtige Art von Property Changes. Dieser ListView möchte mitbekommen, wenn hier neue Elemente dazukommen. Ne, das heißt, wenn eine neue Person in unserem Ding hinzugefügt wird, dann sagt er, okay, die muss ich ja auch hier darstellen, das möchte ich gerne wissen. Oder wenn eine Person hier raus gelöscht wird, dann möchte ich das wissen, damit ich das Graphical User Interface richtig aktualisieren kann. Und dafür braucht er diese Liste und die muss ihm das sagen, dass sie sich ändert. Ne? Und das macht dieses Observable Array List Ding. Jetzt gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Man kann dem FooLib-Code-Generator sagen, mach doch mal, benutze doch bitte JavaFX-Style. Dann erzeugt er für zu N-Assoziationen auch so eine Observable List und dann kann man sich da direkt dranhängen. Das ist aber ziemlich punkig eigentlich. Und ja, das greift so in das eigene Modell ein, das hat man nicht so gerne. Und wollte ich euch insbesondere jetzt hier in der Vorlesung drittes Semester nicht wirklich zumuten. Andere Wahl ist, man kümmert sich selber darum, dass diese Liste aktualisiert wird, wenn das logische Modell sich ändert. Das mache ich jetzt hier. Und da gibt es wieder zwei verschiedene Wege dafür, wie man das machen kann. Also ich mache mir so eine Participants List als Observable Array List. Die gebe ich meinem ListView hier gleich mit. Der sagt, das sind die Dinger, die er ansagt. Gebe ihm schon mal so eine Größe, wie groß ich ihn ungefähr haben möchte. Und dann ist das hier der entscheidende Punkt. Ich setze eine Self-Factory. Man muss ihm irgendwie eine Methode übergeben, die er immer aufrufen kann, wenn sich an dem ListView was ändert. Und das ruft er für jeden einzelnen Item auf. Und die sagt ihm dann, wie soll dieser Item zusammengebaut werden. Dafür übergebe ich ihm mit so einem Lambda-Ausdruck jetzt hier eine Participant-Cell. Na, und das Wichtige ist, die muss so eine Methode haben, die heißt Update-Item. Das ist die, die der ListView ständig aufruft. Die Participant-Cell merkt sich hier, glaube ich, nicht viel. Nö. Braucht es aus irgendeinem Grund nicht. Die ruft hier so ein Super auf, das muss man nicht unbedingt machen, ist aber am einfachsten. Da werden so ein paar Initialisierungen gemacht. Insbesondere wird der Participant hier eingetragen. Und solche Dinge mehr. Das Blöde an diesem Update-Item ist, dass die wird jetzt vom ListView ständig aufgerufen, wenn der das Gefühl hat, also bei dem Item weiß ich nicht mehr, ob der noch aktuell richtig dargestellt wird. Und das macht er auch auf Zeilen in seinem ListView, die leer sind, wo gar kein Item hinterlegt ist. Da war vielleicht vorhin noch ein Item, jetzt aber nicht mehr. Und jetzt muss ich sagen, wie soll jetzt diese Zeile neu aussehen? Und deswegen gibt es hier so ein komisches Empty-Flag. Das muss man auswerten und sagen, wenn die Zeile leer ist, ja, dann setzt sie dann halt, was da auch immer an grafischer Darstellung war, setzt das auf Null. Wenn das nicht null ist, also es gibt tatsächlich einen Eintrag dafür, dann bastel ich mir so eine H-Box zusammen und die setze ich als Graphic für diesen Item und dann erscheint tatsächlich hier so eine Zeile für diesen einen Item. Na, und das ist im Wesentlichen der ganze Trick. Also der Trick bei diesen ListViews ist, man gibt dem so einen Cell Factory, nennen die das mit, also so eine Update-Operation mit, die diese eine Zeile für diesen ListView hier zusammenbaut. Und die muss damit umgehen, dass die Zeile gerade gelöscht worden ist oder dass sie neu hinzugekommen ist und dann im Wesentlichen kann die dann eine H-Box, macht man typischerweise, zusammenbauen, die aussieht, wie auch immer man das möchte. Und da kann man alles Mögliche reintun. Da kann man einen Videoplayer reintun, da kann man animierte GIFs reintun, da kann man irgendeinen kompletten Texteditor reintun, was immer man, wo immer man Lust hat. Oder eben die klassischen Dinge, die hier immer da reintun, irgendein Label, irgendein Textfield oder Buttons. Na? Und die sind dann genauso programmiert wie alles andere auch. Na, und das ist der Trick mit den ListViews. Außer dem ListView gibt es noch ein TreeView. Der nimmt halt Bäume. Ne, ist ziemlich genau das gleiche, was wir vorher auch haben. Der braucht dann wieder irgendwie ein Datenmodell, das ihm sagt, wo sind die logischen Items. Typischerweise fragt er jeden Item, den du da reintust, sag mal, hast du Kinder? Und da muss der sagen, wie viele Kinder er das hat und dann baut er unter Umständen eben so eine geschachtelte Unterliste auf. So ein Treeview ist das, was man typischerweise
Hier hat solche, das hier ist ein Treeview. Ne, solche Bäume. Und die kann man dann eben zum Beispiel so machen, dass man da vorne einen Button hinmacht zum Einklappen und Ausklappen und solche Dinge mehr. Und jedes Mal, wenn ich jetzt hier drauf geklickt habe, dann passiert tatsächlich in dem List View oder diesem Tree View, der hier an der Seite ist, unglaubliche Dinge. Am Schluss ist das Ganze das gleiche wieder wie vorher. Es gibt einen Cell Factory Ding, das für jeden einzelnen Baumknoten, der hier dargestellt wird, sagt, wie soll der dargestellt werden. Und die sagen jetzt hier, ja, mach so ein kleines Icon dahin, mal das nochmal irgendwie bunt, schreib einen Text dahinter. Im Wesentlichen. Na, und dann mach hier, nee, mach vorher noch so ein Dreieck davor. Und wenn ich da draufklicke, dann stelle die Kinder da, sonst nicht. Also der beim Zuklappen sagt er einfach, nee, nee, der hat keine Kinder. Und dann werden die eben ausgeblendet. Und beim Aufklappen sagt er, ja, der hat Kinder, folgende zwei. Und wenn ich den hier aufklappe, ja, der hat ein Kind. Und so weiter und so weiter. Das muss man alles ziemlich kleinteilig programmieren. Ist auch ziemliches Gefummel. Die Dinger werden sehr, sehr gerne verwendet. Also List View und Tree View sind so die beiden Dinger, die man da relativ häufig findet. Und das wollte ich einmal im Wesentlichen vorgemacht haben. Und der Trick ist diese komische Cell Factory. Das ist mindestens der Trick bei Java FX, damit man das Ganze sicher richtig einstellt. Okay. Das war es im Großen und Ganzen eigentlich. Was war? Aber dann gab es noch dieses Problem mit dem Updaten von dieser Participants List. Na? Ich habe hier wieder so einen, wenn ich werde gerade das erste Mal aufgerufen, so eine Lazy-Initialisierung nennt man das, dann baue ich mir die H-Box hier tatsächlich zusammen und danach mache ich jedes Mal, wenn einer GetView aufruft auf diesem PeopleView, also wenn ich dahin wechsle, lass uns das mal tun. Das heißt, wenn ich jetzt wieder von hier hingehe und dann wieder hier hingehe, wird wieder dieses GetView vom PeopleView aufgerufen. Und dann initialisiere ich einfach diese Participants-Liste neu. Moment, wo ist die schließende Klammer? Da. Da ist dieses If-Dialog zu Ende. If-Dialog-Root zu Ende. Und das ist die Sache, die ich jedes Mal neu mache. Und was ich jedes Mal neu mache, ich setze das Label oben neu. Dieses hier. Das rechne ich hier mit so einem String irgendwie komisch zusammen und das wird dann hier als Title-Label setText gesetzt. Warum nicht direkt da? Keine Ahnung. Und diese Participants-List, die muss ich ja jetzt auch, die könnte sich ja geändert haben, seitdem ich den View das letzte Mal gesehen habe. Ne, weiß ich nicht genau. Und da mache ich jetzt hier einfach relativ brutal einen Clear drauf und fülle sie neu. Indem ich den Model Manager nach seiner Party frage, den nach all seinen Participants frage und die dann stumpf mit add all alle in diese Participants-Liste reintun. Das ist ziemlich brutal. Wahrscheinlich wäre es schöner, sich bei diesen Participants, die ich hier bekomme, als Listener zu subscriben und jedes Mal, wenn ein neuer hinzugefügt wird, den auch in meiner Participants-Liste hinzuzufügen. Das war mir einfach zu viel Punk. Ne? Wenn man das so macht, wie ich das hier gemacht habe, weiß ich nicht genau, was der tatsächlich intern macht mit seiner Observable-List. Relativ wahrscheinlich löscht er alles, was an Darstellung da ist, weg und erzeugt es dann neu. Und dann weiß man immer nicht so genau, diese alte H-Box, die ich da zusammengebaut, da war ja zum Beispiel so ein Button drin. Ob er den wirklich wieder richtig freigibt. Das Problem mit diesen Graphical User Interface Geschichten ist, dass die interaktiven Elemente, also Buttons, Textfields eigentlich auch, durchschlagen bis auf die Betriebssystemebene. Also diese Graphical User Interfaces müssen mit dem Betriebssystem, in diesem Fall hier ist es Windows oder Linux oder iOS oder irgendwie was, immer verhandeln über den Platz auf dem Bildschirm. Und wenn das auch noch ein klicksensitives Ding sein soll, dann muss man das beim Betriebssystem anmelden. Ich hätte gerne so ein Ding, das man anklicken kann. Und das Betriebssystem verwaltet dafür Ressourcen. Unter Windows kann ein einzelnes Programm so ungefähr 1000 von diesen Buttons anlegen. Dann ist Feierabend. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein paar hundert Mal in diesen People's View hier wechsle und jedes Mal wird diese Liste neu gebaut mit neuen Buttons, vier Stück, habe ich irgendwann nach einer Viertelstunde die 1000 Dinger verbraten. Und dann macht ihr einfach einen Absturz. Geht nicht mehr. Das Betriebssystem, nö, du kriegst keinen Button mehr. Ende. Das heißt, da darf man nicht so mit rumasen mit diesen Dingern. Na?
Und das ist hier das Problem. Jetzt stelle ich mir gerade vor, wie lange muss ich jetzt dieses Ding laufen lassen, bis ich tatsächlich tausendmal diesen People View aufgemacht habe oder tausend Buttons verbraucht habe. Ich fühle mich noch safe, aber irgendwann rächt sich das. Und dann muss man das hier ein bisschen geschickter machen. War mir jetzt für die Vorlesung zu kompliziert. So, um zu zeigen, dass ich meine Hausaufgaben gemacht habe, habe ich auch diesen Shopping View hier implementiert. Und der Shopping View hat auch, ist so zweiteilig. Es gibt so einen Editor View, wo ich einen einzelnen Shopping-Eintrag editieren kann. Das ist dieser hier. Da trage ich natürlich wie immer Bier ein. Und das kostet heute mal 22 Euro. 23 ist es total blöd, weil das gibt immer so komische Rundungsfehler, wenn man das durch die Leute teilt. Wenn man drei Leute hat, ist ganz doof. Obwohl 22 macht es nicht besser. Egal. Okay, 23. Dann habe ich hier so einen Drop-Down-Box, nennt sich das, glaube ich, oder Combo-Box nennt sich das. Hat die schon mal einer gesehen? Wollen wir da auch mal kurz reingucken? Ja, sollten wir machen. Na? Da wähle ich jetzt mal mich aus und okay. Dann habe ich hier einen so einen Shopping-Eintrag. Hier ist wieder so ein List-View und hier ist eine andere Cell-Factory, die eben für einen Shopping-Eintrag mir das anzeigt. Jetzt gehen wir mal aber trotzdem in. Das hier ist der People-Controller. Ich will in den Party-Controller. So. Und dann möchte ich in den. Das ist der Shopping-Item. Da kann ich einen einzelnen Controller mit editieren. Ja, das ist der, den ich brauche. Ne? Der baut hier eine Choice-Box. Choice-Box heißt das Ding. Na, es gibt verschiedene Arten von diesen Dingern. Es gibt so eine Combo-Box, meine ich, die sieht ein bisschen mehr aus wie ein Textfield. Da kann ich auch Freitext eintippen. Und es gibt hier diese Choice-Box. Das ist so ein Dropdown-Menü, wo ich aus einer Menge von Sachen auswählen kann. Dem gebe ich eine ID. Der kriegt eine Participants-List wieder. Das ist wieder das Gleiche, die ich hatte, und zwar die eine eigene. Na, und diese Participants-List initialisiere ich hier wie eben mit den Dingern. Man kann diese Choice-Blocks, glaube ich, auch für diese einzelnen Menüeinträge wieder so eine Cell-Factory mitgeben, wo ich dann sagen könnte, der soll bitte schön so dargestellt werden in meinem Dropdown-Menü. Wenn man das nicht macht, dann nimmt er einfach einen ToString auf dem Ding und zeigt das an. Und ich glaube, das habe ich in meiner Auswahlbox. Weiß ich nicht genau. Habe ich da irgendwas anderes gemacht? Nö, mehr habe ich nicht gemacht. Genau. Ja, und das andere ist relativ simpel. Also, Combo-Box ist auch nochmal ein spannender Baustein. So, lass uns mal noch einen machen. Wir brauchen natürlich was zum Grillen und das kostet natürlich 42 Euro. Man kann das auch mit der Tastatur bedienen. Ich weiß nicht, ob man auch AL, nee, das kann man nicht. Man muss Blank machen und dann A, nee, Buchstaben nicht, nur mit den Pfeiltasten. Okay. Ali bringt das Bier mit, das Fleisch mit. Wunderhübsch. So, jetzt wechsle ich nochmal zurück zu diesem People View. Und jetzt stehen hier auch Preise dahinter. Na? Da will ich ganz kurz drauf zu sprechen kommen. Damit werden wir uns insbesondere länger nächste Woche beschäftigen. Ganz genau. Okay. Aber das wird angestoßen. Und das mache ich, glaube ich, immer, wenn ich den. Boah. Wann mache ich das? Keine Ahnung. Ja, es muss ja. Add Shopping Item, genau. Da gibt es doch einen OK-Button. Ne? Und da sitzt eine OK-Action dran. Das Price Field. Dann ruft die so eine Methode Have Shopping Item auf. Das ist ein bisschen kompliziert. In die gehe ich mal gerade rein. Also ich sage dem Model Manager, du, wir haben einen neuen Model Item. Einen neuen Shopping Item. Aktualisiere mal, was zu tun ist im logischen Modell. Der rechnet dann aus, wie viel hatten wir jetzt für diese Party insgesamt ausgegeben und wie viel muss jeder einzelne Teilnehmer noch in die Kasse tun, damit es nachher auskommt. Oder was hat jeder Einzelne für ein Saldo? Das habe ich hier konventionell programmiert. Ich sage der Party, gib mir mal alle Shopping-Items.
Nee, der guckt danach, ob es das schon gibt, bla bla. Worauf ich hinauskommen wollte, war Update Saldi, diese Methode hier. Die rufe ich auf jedes Mal, wenn ich einen neuen Eintrag oder wenn ich ein Shopping-Item editiert habe. Und was die macht, ist, die fragt die Party nach allen Shopping-Items, fragt jeden einzelnen Item nach seinem Preis und basiert, summiert das im Budget alles auf. Na, dann weiß ich, wie viel Kohle ich insgesamt ausgegeben habe. Dann gehe ich über alle Participants, dann pro Participants über alle Items und rechne aus, also die summiere die Preise der Items per Participant auf. Das heißt, Sum ist jetzt an dieser Stelle, wenn ich aus der Schleife rauskomme, so viel Kohle hat dieser Teilnehmer ausgegeben. Der Albert also zum Beispiel 22, 23 Euro war das. Ne? Dann sage ich das Budget geteilt durch die Anzahl der Teilnehmer. Das ist, wie viel jeder Anteil an der Party eigentlich hat. Ne? Wir haben zwei Leute gewesen, wir haben 65 Euro ausgegeben. Das heißt, jeder muss 32,50 € eigentlich am Schluss bezahlen. Ich habe schon 22 bezahlt, bei mir fehlen 9,50 €. Kommt das hin? Ja, irgendwie so. 10, 2, ja, weiß nicht so genau. Und das rechne ich aus, indem ich sage, ja, Share, das ist mein Anteil, weniger das, was ich schon bezahlt habe, das ist das, was ich noch in die Kasse tun muss. Und wenn ich schon mehr bezahlt habe, als mein Anteil ist, dann ist das Ding negativ, das bedeutet, ich kriege noch wieder Geld aus der Kasse raus. Im Großen und Ganzen. Und dann setze ich diesen Saldo bei dem Participant. Na, das ist so eine logische Update-Operation, die ich mache. Das war jetzt tatsächlich wieder Code, der sich sehr damit beschäftigt habe, auf meinem logischen Modell rumzuarbeiten. Na, das ist jetzt von der Party-App ein relativ kleiner Teil. Wenn man ein bisschen kompliziertere App hat, mit ein bisschen komplizierteren Datenmodell, macht man auf dem Datenmodell selber ein bisschen mehr. Und dafür gibt es extra noch so eine Model Query Language. Die möchte ich euch nächste Woche zeigen. Deswegen habe ich euch den Punkt jetzt hier kurz angesprochen. Da werden wir genau dieses ganze Ding hier in 4 Zeilen Code programmieren. Das geht viel einfacher und viel schneller. Und das möchte ich euch zeigen nachher. Nächste Woche. Nächste Woche. Nächste Woche wiederkommen. Nächste Woche wird total spannend. So. Heute. Ja, machen wir mal das Programm einfach zu. Jetzt ist in den alten Versionen, die wir hatten, immer alles weg gewesen. Das ist doof. Das habe ich geändert. Der speichert jetzt den Zustand der App, den Datenzustand ständig ab. Und das ist das nächste, was wir haben wollen. Also wenn wir unsere App einigermaßen fertig beieinander haben, und man kann die jetzt tatsächlich irgendwie so ungefähr benutzen, dann möchte man als nächstes, dass der Zwischenstand auch immer abgespeichert wird. Das heißt, wenn ich das Programm schließe, möchte ich auf der Festplatte alle Daten haben, damit ich beim Neustart an der Stelle weitermachen kann, wo ich war. Das kann man wahlweise mit einem expliziten Save-Button machen, wo man sagt, jetzt bitte abspeichern. Das vergisst man manchmal zu betätigen. Man kann prinzipiell, wenn so ein Fenster geschlossen wird, noch so eine Methode anmelden, sagen, halt, ich möchte noch schnell was sichern. Na, es gibt so ein On-Exit, das kann man beim JavaFX anmelden. Das funktioniert, wenn man gutmütig geschlossen wird. Na, wenn einer so einen Kill-Process macht, dann habe ich dazu keine Zeit mehr. Dann wird mein Programm so weggeschossen. Und dann verliere ich unter Umständen Daten. Und auch wenn ich einfach brutal abstürze, verliere ich unter Umständen Daten. Na, also wenn ich tatsächlich so eine Exception habe, die bis nach oben hin durchschlägt. Tatsächlich, wenn ich eine JavaFX Graphical User Interface habe, schläge ich keine Exception nach oben durch. Das GUI fängt alles ab. Na, die sorgen dafür, dass der GUI-Thread nicht wirklich die Grätsche macht. Aber man kriegt das schon hin. Also du kannst so ein System Exit aufrufen. Dann wird die Java Virtual Machine abgeschlossen, dagegen kann sich auch der hier nicht wirklich wehren. Ne? Und das sind so Dinge, die passieren können. Okay, es gibt verschiedene Strategien für Persistenz. Ne? Also was wir einmal machen müssen können, ist, man kann das aktuelle Modell einfach nehmen, da irgendwie rekursiv drüber laufen. Das ist ja bei uns irgendwie die Party, die ganzen Leute und die Shopping-Items. Das ist nicht so wahnsinnig kompliziert. Und dann für jedes von diesen Dingern irgendwie so eine Textrepräsentation rausschreiben, die das beschreibt.
Als Textrepräsentation kann man XML nehmen. Wer kennt XML? JSON ist in letzter Zeit sehr beliebt. Noch ein bisschen neuer, YAML, Yet Another Markup Language. Das ist nochmal so eine vereinfachte Syntax. Ich habe mich jetzt hier mal für YAML entschieden. Und, Moment, ich muss das mal nach vorne holen. Den mache ich mal weg. Da muss ich das finden, das ist hier. Und das müsste hier in model.yaml eine Textrepräsentation meiner Daten stehen. Na? Die schreibe ich regelmäßig raus. Ich sage gleich wann. Na, und da steht hier im Wesentlichen drinne, es gibt irgendwie ein Objekt P1 vom Typ Party. Das habe ich geschrieben am 31.12.2018. Na, das ist ja mal genau. Nee, das ist das Datum, wann die Party stattfindet. Die Location davon ist SELab. Participants sind Albert 2 und Ali 3. Da vergebe ich einfach irgendwelche Namen für diese Dinger. Der Party Name ist New Year und die Shopping Items sind S4 und S5. Na? Und es gibt hier so einen P2 Participant. Wer ist der? Der hat den Namen Albert. Und es gibt einen Albert 2 Participant. Der heißt wirklich Albert. Und der wird auch verwendet, während der andere irgendwie nicht verwendet wird, oder doch? Der hat S4 gekauft. Die haben beide S4 gekauft. Das hier macht auf mich einen komischen Eindruck. Da ist was kaputt gegangen. Wir löschen das mal unauffällig da raus. So. Dann ist der Participant S5 genauso kaputt. Genau, jetzt ist es richtig. Ali 3, S4 Shopping-Item, Bier und S5 Shopping-Item Meat. S4, S5, das passt. Ne? Also jeder sieht das Schema. Alles klar. Wir gucken uns gleich an, wie ich das erzeugt habe. Ne? Und dann gucken wir auch, wo dieser Fehler herkam. Okay, das ist ein Weg, wie man das macht. Das Problem damit, wenn ich das komplette Modell wegspeichere, dann wird das irgendwann groß genug, es dauert das ein paar Millisekunden. Ne? Also sagen wir mal eine halbe Sekunde oder sowas. Und dann stockt so lange, während ich das tue, kann ich nicht editieren. Das ist irgendwie blöd. Das will man nicht zu oft machen, weil man dann das User-Interface hakelt. Wie mache ich denn das jetzt? Und schwierig. Ne? Und man möchte es insbesondere nicht nach jedem Tastendruck machen. Na? Und deswegen macht man typischerweise so eine Delta-basierte Speicherung. Das habe ich mal hier. Und die ist jetzt aber leider schon kaputt. Okay. Ich lösche die Dateien hier mal. Schließe mein User-Interface. Und dann starten wir das nochmal neu. Ich kriege das jetzt hier wahrscheinlich nicht so angeordnet, dass man beides gleichzeitig sieht, fürchte ich. Nee, kriege ich nicht hin. So, jetzt tragen wir hier wieder unser New Year ein. Und was war ich? SELab. Mehr reicht mir schon. Na? Diesen Teil des User Interfaces haben wir so gebaut, dass hier hinten ein Property Change Listener hängt, der bei jedem Tastendruck, den ich mache, immer sofort auf das logische Attribut von meiner Party durchschreibt. So, was ich jetzt gemacht habe, war hier Party Controller oder Party App. Hier in dem Get Party meldet er so einen Data Manager an. Den habe ich neu geschrieben. Der Data Manager sorgt für die Persistenz. Na? Und dann sage ich hier insbesondere get, gib mir mal die Instanz, attach, damit sage ich ihm, merk dir bitte die Party und schreib das in das Verzeichnis temp Party App die Sicherungsdateien rein oder die persistenten Daten rein. Dieses attach bastelt so ein bisschen rum. Jetzt müssen wir das hier mal schließen, damit wir das alles richtig sehen. Baut sich eine YAML-ID-Map. Die kommt aus dem FuLib-YAML-Package. Das ist in FuLib drin. Das kriegt ihr mit. Das müsst ihr in eurem Gradle-Bild eintragen, dass ihr das zur Laufzeit verwenden wollt. Haben wir, glaube ich, schon gemacht, oder?
Weiß ich nicht. Gucken. Ah, build.gradle. Ich habe hier inzwischen jede Menge anderen Kram auch noch drin. Was wichtig wäre hier. Die Zeile sagt dem, ich möchte diese YAML-Kram von Fulip verwenden. Und zwar möchte ich das nicht nur im Testen verwenden, sondern auch in meinem produktiven Code. Und dann bindet er das richtig ein, wenn man das so macht. Okay. Sind wir da wieder. Darum habe ich einen gebastelt, der nennt sich Event YAMLer. Den zeige ich euch gleich. Und dann gibt es eine Reflektor-Map, die kommt auch aus diesem YAML-Fulip-YAML-Paket. Da gehe ich nicht so tief drauf ein. So, der mich wirklich interessiert im Augenblick, ist dieser Model-Listener. Der kommt auch aus dem YAML-Package, Fulip-YAML. Zeig dich, du Feigling. Da oben steht es irgendwo, org-fulip, das ist die Bibliothek. Da jetzt hingehe, ist es dann weg. org-fulip-yaml, model-listener ist die Klasse, da kommt das Ding her. Der bekommt ein Root-Objekt von meinem Datenmodell übergeben und eine Methode, die er aufrufen soll, wenn irgendwo in diesem Datenmodell was passiert. Das Ding ist ziemlicher Voodoo-Kram. Da können wir mal reingucken. Also jetzt bin ich mich in dieser YAML-Bibliothek drinne. Da kommt dieser Model-Listener her. Der macht so ein komisches Subscribe-to im Wesentlichen. Da ist auch wieder unsere komische Reflektor-Map. Komme ich jetzt gleich drauf zu. Dieses Subscribe-to hier. Der sagt, ich merke mir alle Objekte, die zum Modell gehören. Am Anfang gehört das Root-Objekt dazu. Dann fragt der dieses Root-Objekt, sag mal, hast du irgendwelche Attribute? Dafür benutzt er diese komische Reflektor-Klasse. Der besorgt sich so einen komischen Reflektor dafür. Wer kennt Java lang Reflect bei euch? Oha. Also in der Java-Bibliothek gibt es eine extra Java Virtual Machine, gibt es extra Bausteine, um Laufzeit-Typ-Informationen abzufragen. Ich kann jedes Objekt fragen, von welchem Typ bist du? Dafür gibt es eine Methode, die heißt, und jetzt kommt es, wird es furchtbar verwirrend, die heißt getClass. Na, also in der Java Virtual Machine gibt es eine Liste von Klassen, zu denen nachher die Objekte hat. In dieser Liste der Klassen steht drinne, alle Objekte von dem Typ, von dieser Klasse, haben folgende Attribute und haben folgende Methoden. Und das Lustige ist, man kann über diese Typinformation auch auf aktuelle Objekte zugreifen. Man kann lesend auf Attribute zugreifen. Man kann sagen, oh, das Feld, was du da hast, das hätte ich jetzt gerne mal gelesen. Und man kann sich eine Liste aller Felder geben lassen. Da kann man zu jedem einzelnen Feld sagen, oh, sag mir mal den Wert, der da drinnen steht. Man kann auch Methoden, die dieses Objekt hat, aufrufen über diese generische Schnittstelle. Und man kann Attributwerte setzen. Man kann das auch schreiben. Na, und das benutze ich hier. Im Wesentlichen frage ich habe das nochmal verkapselt, aus technischen Gründen. Sag mal, was sind denn die Properties von dieser Klasse? Das kriege ich jetzt hier zurück. Und dann mache ich eine Schleife drüber, dann frage ich diesen Property, den ich hier habe, das ist ja nur ein String. Kannst du mir mal von dem Objekt dieses Property den Value geben, den Attributwert geben? Das ist dann der hier. Und wenn das eine Collection ist, dann sage ich, ah, wenn Collections in unseren Datenmodellen, da sind immer andere Modellobjekte drin. Dann mache ich eine Schleife über die Objekte, über diese Collection und alle Objekte, die da drinnen sind, füge ich im Prinzip meinem System hinzu. Die müssten irgendwo in diesen Supervised Objects dann mal irgendwann auftauchen. Weiß ich nicht. Kann ich nicht genau sagen, wann er das macht. Ja? Macht er? Nö, er subscribt sich nur als Listener. Sieht falsch aus. Oder es ist ein einzelnes Objekt, dann versucht er sich auch als Property Change da anzumelden. Aber das funktioniert unter Umständen nicht, wenn das nur ein String ist. Na? So,
Wenn tatsächlich dann irgendeines dieser Objekte einen Change feuert, dann sagt er, oh, du hast mir ganz am Anfang eine Methode gegeben, die gesagt hat, ich soll das aufrufen, wenn irgendwo in meinem Modell ein Change passiert. Das tut dieses Property Change hier und dann ist das auch, das Property Change haben wir oben auch immer schon mal beim Kennenlernen von Objekten, rufen wir auf jedem Property auch Property Change auf und da macht er das Subscribe to und dadurch macht er das rekursiv für alle anderen Objekte auch. Wunderbar. Und ganz am Schluss feuert er diesen Change auf diesem Element-Listener. So, jetzt wieder zurück. Das war hier. Hier haben wir das gemacht. Was das insgesamt bewirkt, ich melde den einmal am Root-Objekt an. Der kriegt mit, wenn ich das Root-Objekt, wenn ich da einen neuen Shopping-Item dranhängt, hängt sich selber automatisch als Listener an diesen neuen Shopping-Item und wenn irgendwo noch weiter und sagt dann meiner Handle-Event-Methode hier auch noch Bescheid. Und das funktioniert super gut. Na, und ich muss mich um nichts mehr kümmern. Das heißt, einmal am Root-Objekt angemeldet, meldet er sich automatisch bei allen Kindern auch an und das ist der Trick an dieser ganzen Geschichte. Ich hole noch mal ein ganz bisschen aus. Zusätzlich zu FULIP. Das generiert ja Implementierungen für Klassenmodelle. Gibt es andere Tools, die machen das auch? Das verbreitetste Werkzeug an dieser Stelle, was man nimmt, das ist das Eclipse Modeling Framework, EMF. Das verwenden eigentlich alle anderen außer uns. EMF hat auch so einen Model Listener. Das heißt also, die Idee habe ich da geklaut. Drei Viertel der Sachen, die von FULIP sind, habe ich woanders abgeschrieben. Also und dieser Model Listener kommt auch aus der Ecke da. Bei denen heißt das irgendwie anders, so Tree Model Listener oder irgendwie sowas. Oder Hierarchy Listener. Aber im Prinzip gibt es diese Idee woanders auch. Ist nicht so ein besonderes Ding. Gut, weil man es einfach so häufig braucht und weil es so wahnsinnig praktisch ist. Und das Coole an dem Sachen ist, das funktioniert komplett unabhängig davon, welches Klassendiagramm ihr euch überlegt habt. Das funktioniert jetzt für die Party-App oder für euer Spiel oder was auch immer ihr macht. Hauptsache ist es mit FULIP generiert, dann funktioniert das. Funktioniert, glaube ich, selbst wenn es mit EMF generiert ist. Ja, funktioniert es auch. Und funktioniert auch für Dinge, die ihr von Hand programmiert habt, wenn ihr euch an diese Setter und Getter Konventionen gehalten habt. Dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Ne? Weil der guckt eigentlich nur nach, ist das eine Collection? Ja, nein. Und dann kriegt er das alles schon ziemlich gut hin. Gut. So, wir waren eigentlich dabei, was macht dieses Attach? Ne, dieser Data Manager, dem sage ich ganz am Anfang, wenn ich da starte, du, ich habe hier eine Party, kümmere dich da mal um die Persistenz von dieser Party. Na? Ganz am Schluss sagt er, alles klar, ab jetzt melde ich einen Model Listener an und schreibe alle Changes mit. Das Handle Event, gucken wir uns mal an, ist doch auch relativ kompliziert. Wir brauchen nur diesen vorderen Teil hier. Der guckt nach, wo soll ich das nochmal hinschreiben? Gibt es das Verzeichnis schon? Guckt sich dann, wie soll die Datei heißen, in die ich das reinschreiben möchte? Und schreibt dann irgendwann das Ding hin. Und hier, der hier ist wichtig. Der nimmt dieses Event und sagt dem Event-Yammler, das ist auch eine Klasse, die ich gerade neu geschrieben habe, kodiere das mal als YAML. Na, und das, was da rauskommt, das gucken wir uns jetzt an. Boah, ist das kompliziert, ey. Meine Güte. Alt 1. So schreibt der ein einzelnes Property Change Event raus. Der merkt sich eine Uhrzeit, wann ist das passiert. Die nutze ich tatsächlich als ID für dieses Event. Und zwar mit Millisekunden. Ist das? Nee, Nanosekunden. Millisekunden. Eine Tausendstel Sekunde. Da muss ich gleich noch was zu sagen. Dann sagt er, welches Objekt hat sich hier geändert? Dann nimmt er so automatisch vergebene Namen. P1 ist das erste Objekt, das ihm begegnet hat. Okay. Dann sagt er, das ist übrigens ein Objekt vom Typ Party. Dann sagt er, es geht um das Property Date und es gibt so einen History Key, der hat es, sage ich später was zu. Das war zur Millisekunde 323, zur Millisekunde 381 habe ich
offensichtlich in dem Location-Attribut irgendwas gemacht. Nein, es ist einfach nur angelegt worden. 388 war es ein Party-Name-Attribut, ist angelegt worden. Ah, der Model-Listener läuft da gerade durch und sagt, hey, ich habe hier ein neues Property gefunden. Und feuert dir mal so ein komisches Event, die sind alle leer, weil die Attribute noch leer sind. Und der protokolliert das hier die ganze Zeit fleißig mit. Jedes Mal, wenn ich ein Property-Change feuere, schreibt er den entsprechenden Datensatz ein, so einen Datensatz in meine Datei. Und hängt das hinten an die Datei dran. Na, das heißt, jeder Tastendruck, den ich mache, wird sofort hier in dieser Datei protokolliert. Sehen wir gleich nochmal genauer. Jetzt gibt es tatsächlich hier im Party Name einen New Value, der ist nämlich ein N. Das heißt, ich habe den ersten Buchstaben getippt. Wow. Und da, jetzt ist der Old Value N und der New Value schon NE. New. New Blank. J. Nee, Y. Y-E. New Year. Da hatte ich nur hier eingetragen. Na? Jeder Tastendruck wird in dieser Datei hier protokolliert. Okay. Das war SE Lab. Na, da habe ich irgendwie, hier kann man jetzt auch meine Tippgeschwindigkeit nachvollziehen, wie schnell ich das geschrieben habe. Okay. Und da sind wir gerade. Okay. Und wenn ich jetzt in meiner GUI hingehe und dann hier sage, boah, was war da 31. ne? Und hier wieder reingehe, stehen da schon die nächsten beiden Events. Ne? Und das geht so. Wenn ich jetzt mein Ding hier abschieße, sind diese Daten alle schon geschrieben. Das heißt, mein letzter Tastendruck ist mit relativ viel großer Wahrscheinlichkeit schon in dieser Logdatei drin. Okay. Und jetzt ist der Trick, den wir machen. Nein, nicht da. Das war der Data Manager. Na? Handle Event hatten wir gerade gehabt. Da muss man so ein bisschen rumtricksen. Wichtig ist, man öffnet die Datei mit so einem komischen Flag Append True. Man möchte hinten anfügen. Man möchte nicht die komplette Datei immer neu schreiben, sondern einfach nur hinten dran anfügen. Dann schreibt man das raus. Dann macht man einen Flush. Das ist relativ wichtig, damit der wirklich auf die Festplatte rausgeschrieben wird. Müssen wir auf Festplatten kurz eingehen? Ja. Es begab sich in jener Zeit. Also Festplatten waren früher letztlich Platten. Ne? Die haben sich so gedreht. Manche Leute davon haben das immer noch. Da gibt es so einen Leseschreibklopf drauf, der da so Spuren liest. Ein bisschen wie bei einer Schallplatte oder bei einer CD, DVD. Wer kennt denn sowas alles noch? Das ist alles vor eurer Zeit. Und typischerweise kann dieser Leseschreibkopf immer nur eine komplette Runde von so einer Festplatte, von so einer Plattenumdrehung lesen. Der Grund ist, dass der, wenn er den aufsetzt, dann muss er den Anfang von so einer Datenspur, die Daten sind da, diese Bits sind da relativ dicht hintereinander drauf gepöppelt mit irgendwelchen kleinen Magnetwerten. Den Anfang, damit er den findet, muss er so eine relativ breite magnetische Spur da irgendwo, so einen Marker irgendwo hinsetzen. Das heißt, der fährt in eine bestimmte Entfernung in diese Platte rein, setzt den Kopf auf, wartet, bis dieser Startmarkierung an ihm vorbeikommt und dann liest er eine komplette Runde an einem Zug. Anders kann der das nicht. War physikalische Gründe. Das ist ein Block. So typische Blockgröße war zu meiner Zeit so ein Kilobyte. Ne, so 1000 Byte auf einmal. Ne, inzwischen ist das wahrscheinlich Megabyte, keine Ahnung. Unter dieser Größe konnte der nicht lesen. Unter dieser Größe kann der auch nicht schreiben. Und jetzt macht es eben, wenn ich nur so 20 Bu Zeilen Text da reinschreibe, für die Festplatte sagt er, hä, jetzt muss ich eine komplette Runde mit einem Kilobyte Block schreiben. Für diese 20 Buchstaben, das macht überhaupt keinen Sinn. Warte mal auf die nächsten 20 Buchstaben. Das heißt, die buffern die Eingabe. Bis so ein kompletter Kilobyte Block voll ist, dann schreiben Sie den erst raus. Was blöd ist, wenn zwischendurch das Programm abstürzt. Dann sind nämlich die letzten 1 Kilobyte weg. Ne? Und die letzten 100 Tastendrücke oder 50 oder wie viel auch immer. Und um zu erzwingen, dass er das jetzt schreibt, obwohl der Block noch nicht ganz voll ist, muss ich so einen Flush machen. Das ist der ganze Trick an dieser Stelle. Wenn der dann so einen halbvollen Block verlängern will,
dann liest er den eine Umdrehung lang, fügt den Kram hier an und schreibt die dann wieder raus, wenn ich einen Flash mache. Ne? Anders geht das nicht. So, wir haben typischerweise heute SSDs, diese USB-Sticks. Na, das sind eigentlich nur Hauptspeicher. Die könnten das anders machen, wenn sie wollten. Das Problem ist, die sind sehr, sehr groß. So ein typisch, das ist ein 64-Bit-Rechner, der kann 2 hoch 64 Adressen im Speicher ansprechen. Das sind ja ganz schön viel. Ne? Also es ist schon groß, aber es gibt Festplatten, die größer sind. Und da kann ich nicht mehr jedes einzelne Byte auf meiner Festplatte ansprechen. Und deswegen sagen die, ja, wir machen das so, dass wir grundsätzlich Dateien in diese Segmentblöcke auflegen, weil meine Festplatte konnte das früher eh nicht anders speichern. Das haben wir einfach beibehalten. Und diese Blockgröße ist tatsächlich pro Festplatte variabel einstellbar. Das macht man beim Formatieren mehr oder weniger. Da sagt man, alle Blöcke sind ungefähr so und so groß. Nein, nicht ungefähr, sind genau so groß. Und legt das Filesystem fest, dieses FAT-Ding da, File Access, ich weiß es noch nicht. Und dann gibt man nur noch diesen Blöcken Nummern. Und plötzlich ist der Adressraum die Anzahl der verschiedenen Adressen, die ich habe, je nachdem, wie viel Byte ich mir dafür gönne, multipliziert mit der Blockgröße. So viel Byte kann ich jetzt auf der Festplatte verwalten. Und weil diese SSDs so groß sind, komme ich mit der direkten Adressierung von einzelnen Bytes nicht aus, deswegen adressiere ich nur Blöcke und dann muss ich mir nur die Blocknummer merken, habe ich kleineren, habe ich einen viel größeren Datenraum, den ich abbilden kann. Das ist im Wesentlichen der Punkt an dieser Stelle. Deswegen machen die SSDs das immer noch so. Ne, also eigentlich könnten die jedes Byte einzeln lesen, aber es funktioniert eben so, dass man immer in Blöcken damit arbeitet. Die Verbindung zwischen dieser, wenn ich das ins USB-Laufwerk, in den USB-Stecker einstecke, funktioniert eben auch über so eine serielle Busübertragung. Die funktionieren auch besser, wenn ich da immer gleich so kilobyteweise Sachen rüberschiebe, nicht so ein einzelnes Byte. So funktioniert das. Okay. Ich mache jetzt hier auch immer noch einen FileWriter Close. Ich könnte mir den auch aufbewahren. Nachdem ich einen Flash gemacht habe, ist das okay. Da müsste ich mir das nur merken, dass ich das schon mal aufgerufen habe. Oder weiß ich nicht so genau. Ein Stück weit ist es auch so, solange ich noch einen FileWriter habe, der Zugriff auf diese Datei hat, ist diese Datei unter Umständen gegenüber Schreiben geschützt unter Windows. Das heißt, wenn ich den nicht closen würde hier, würde dann in meinem IntelliJ hingehen, möchte die Datei löschen, dann sagt er, nee, die Datei ist noch geöffnet, die kannst du nicht löschen. Wahlweise ist das ein Bug oder ein Feature. Ne? Also ich habe es jetzt erstmal, mir geht das immer furchtbar auf den Geist und deswegen mache ich das. Manchmal ist das das Problem, dass dieses Programm sich weghängt, aber nicht wirklich tot ist, sondern nur so zombie-mäßig tot. Ich kann nicht mehr damit arbeiten, ich kriege es aber auch nicht richtig gekillt, weil ich den Prozess in meiner langen Kette nicht mehr finde. Das User-Interface ist aber schon weg, aber er hat diese scheiß File-Handles noch offen. Und dann kann ich es nicht neu starten, weil diese Drecksdatei noch gesperrt ist. Und weil mir solche Dinge furchtbar auf den Keks gehen, mache ich hier immer einen Close. So, insgesamt geht das hier relativ schnell. Ich habe das deswegen, wenn das Gefühl hat, das dauert relativ lange, kann man das in den zweiten Prozess auslagern. Wie das geht, lernen wir in 2 Wochen. Dann läuft das nebenläufig, neben meinem Graphical User Interface Eintragungen hinterher. Das ist nochmal eine andere Geschichte. So, das ist das. Hier unten ist nochmal der gleiche Code. Ich hatte den Ehrgeiz, meine App auf ein Android-System zu bringen. Wenn ich auf Android bin, darf ich nicht einfach irgendwie mein lokales Verzeichnis speichern, wo meine Applikation gerade irgendwie ausgeführt wird. Da muss ich genauer angeben, wohin ich speichern möchte und was man machen kann. Man kann in die SD-Card speichern. Also /SD-Card/, da darf jeder hinschreiben. Ich glaube, man muss Zugriffsrechte dafür beantragen, aber dann kann man das machen. Das ist relativ einfach. Das heißt, wenn das hier vorne eine Exception wirft, dann versucht er nochmal, vielleicht kann ich in das Verzeichnis schreiben. Und wenn das auch nicht geht, dann gibt das auf. Ne, dann macht halt einfach nichts mehr. So, jetzt haben wir das Rausschreiben behandelt. Ne? Vielleicht sollten wir nochmal in diesen YAMLer hier kurz reingucken. Der macht auch komplizierte Dinge. So, der hat ein paar Standarddinge. Der merkt sich so ein Package-Name, bla bla. Spannend ist diese Encode-Methode. Ne, die nimmt ein logisches Objekt und macht YAML draus. Ne? Encodiert das als YAML-Kram. Das geht tatsächlich bei mir ganz normal. Dieser YAML-Kram ist so simpel.
den schreibe ich einfach mit so einem String-Buffer raus. Ne? Also bei YAML ist es so, dass jedes einzelne Objekt oder Eintrag, den ich mache, mit so einem Blank, mit so einem Bindestrich angeführt wird. Dann besorge ich mir die Times und schreibe das da rein. Einfach nur gnadenlos, wunderbar. Und dann schreibe ich im Prinzip das Schlüsselwort Time raus. Das müsste der hier sein. Genau, das ist das Schlüsselwort Time, Doppelpunkt, Blank und dann den Value dahinter. Ne, und bei YAML ist es einfach so, Bindestrich fängt ein neues Objekt an und dann kommen ganz viele Key-Value-Pairs und der Key hat einen Doppelpunkt hinten und einen Blank hinten dran und dann kommt ein Value. Fertig. Ne? Das heißt, danach schreibe ich hier irgendwie Source, das ist das Schlüsselwort raus, Doppelpunkt Blank und dann irgendwie der Key für den Source. Na, und jetzt muss ich noch Keys verwalten. Also ich muss meinen Objekten irgendwelche Nummern geben, damit ich darauf zugreifen kann. Das macht für mich die YAML-ID-Map. Dann schreibe ich den Typ raus, dann schreibe ich das aktuelle Property raus, das kriege ich aus dem Property Change raus. Das Ding hier erläutere ich in 2 Wochen. Dann schreibe ich, je nachdem, ob der Property Change ein Old Value hat, den Old Value raus. Da muss man so ein bisschen aufpassen, was ist das für ein Old Value? Ist das ein Objekt? Da muss ich in meiner Objekt-ID-Liste nachgucken, was das Ding für ein Key hat. Wenn es eine Nummer oder ein String ist, kann ich ihn direkt rausschreiben. Blöd ist, wenn das ein String ist, der auf Doppelpunkt Blank ändert, dann fliegt mir mein Einlesen um die Ohren, dann muss ich Hochkommatoren darum rummachen. Und das macht irgend so ein Encapsulated-Ding hier. Der YAMLer Encapsulate tut das. Das ist auch wieder Funktionalität von Fulib. So, im Wesentlichen ist es das. Ne? Und das ist eigentlich nicht so schwer, aber es ist Fummelei und es sind dann am Schluss irgendwie 133 zu 50, 53 Zeilen Code, die das tun. Ne, die können so einen Property Change nehmen und schreiben den in so einem YAML-Format raus. Das Schöne ist, das muss man nicht jedes Mal neu programmieren. Ne? Wenn das einmal programmiert ist, ist das gut. Ich stelle diesen Code von meiner Beispielapplikation, also das, was ich hier die ganze Zeit tue, habe ich ins Internet gestellt, auf GitHub. Auf GitHub. Und zwar unter Fulib. Gehen wir mal nach Fulib. Nein, kein Internet. Das ist irgendwie schade. Dann kann ich es euch wahrscheinlich nicht zeigen. Es sei denn, Edurum hat mich heute gern. Edurum. Aber ich fürchte, das hat es nicht. Okay, wo kann ich das euch zeigen? Das einfachste unter SourceTree. Oh, ist doch da. Verrückt. Da muss man mal gerade unter, darf ich das jetzt hier zeigen? My Repositories. Sind unter Umständen Studenten-Repositories dabei. Das ist unter dem hier. Unter meinem, direkt. Geh weg. Da. PM Winterterm 18/19. Das ist öffentlich zugänglich. Das heißt, das könnt ihr auch unter GitHub einfach öffnen. Und dann könnt ihr da reingehen und unter Source Main Java Party Event YAMLer findet ihr den kompletten Quellcode. Holt euch das von da. Ne, falls ihr sowas mal machen wollt. Ne? Da ist auch der Data Manager und alles andere relativ in der aktuellen Version. Auf Dauer baue ich das in Fulib YAML ein, aber ich will jetzt kein neues Fulib Release machen, weil dann gibt es wieder Leute, die das nicht mitgekriegt haben, die ihr Gradle nicht richtig eingestellt haben, bla bla bla. Und das gibt dann immer einen riesen Trara, bis alle Leute die richtige Version haben und alle wundern sich, warum es bei mir nicht geht und bei dem anderen doch. Und deswegen ist das jetzt das Einfachste, ihr kopiert euch das hier raus und kopiert das mal euch irgendwo hin, dann geht das. So, Encode. Dann haben wir den. Wunderhübsch. Und wir waren bei Data Manager. Genau. Und da noch beim Attach. So, ganz am Schluss
meldet ja diesen Model-Listener an und schreibt das alles raus. Wie rausschreiben geht, wissen wir jetzt. Jetzt fehlt noch das Einlesen. Das Load-Model überspringe ich jetzt gerade. Das ist auch der Grund, warum er da so Sachen doppelt hat. Vielleicht sollten wir es mal auskommentieren. Genau. Hier macht er einen Load-Events. Was er da im Wesentlichen treibt, ist, er nimmt jetzt genau diese Event-Log-Datei, die ich hatte, wo die Property-Changes drin sind, und lest die wieder ein. Na? Und dann wendet er die ganzen Dinger einfach wieder an. Das macht Event-Yamler.decode. Na, und das sind die anderen 50 Zeilen in dieser Klasse. Und der macht jetzt einfach alles genau rückgängig. Der benutzt Yamler, das ist einfach der Parser, der kann diese YAML-Datei einlesen. Und dann kriege ich, wenn ich Decode List drauf aufrufe, auf den kompletten Inhalt der kompletten Datei, eine Liste von Linked Hashmaps zurück. Jedes von diesen Minus-Dingern, was so einen neuen Eintrag andeutete. Alt 1, das war der Log-File hier. Jedes Mal, wenn so ein Minus kommt, fängt ein neuer Listenantrag an. Wenn so ein Minus kommt. Na? So. Über die mache ich eine Schleife und ein einzelner Listeneintrag ist eben so eine Hashmap mit Key Values. Na? Da mache ich irgendwo eine Schleife drüber. Ganz bestimmt. Irgendwo muss ich doch diese Map-Einträge abarbeiten. Ah, nee, das ist ja eine feste Anzahl von Attributen drin. Ein so ein Map besteht immer aus einem Timestamp, dann welches Objekt ist editiert worden, welches Property ist editiert worden, was ist der neue Value. Und das ist das, was ich jetzt eben hier wieder auseinandersuche. Das heißt, ich frage dem nach dem Key für das Source-Objekt. Dann frage ich meine YAML-ID-Map, sag mal, habe ich so ein Objekt schon? Wenn ja, dann bin ich zufrieden. Wenn nein, dann muss ich es anlegen. Damit ich es anlegen kann, muss ich so einen Reflektor New Instance machen. Das sind diese Dinger, die diesen reflektiven Zugriff machen. Dafür muss ich mir erst den richtigen Reflektor besorgen. Dafür brauche ich den Typ, den das Objekt hat. Na, und da steht jetzt zum Beispiel drin, was war das? Party. Haha. Na? Dann hängt er den Package-Namen noch davor, dann fragt er diese Java Virtual Machine, sag mal, kennst du eine Party oder eine DE-Unique-KS-Party? Sagt die, ja, super cool. Dann sagt er, ja, dann mach mir mal so einen Reflektor da drumrum. Und dann sagt er dem Reflektor, okay, jetzt brauche ich so eine Instanz. Ziemlich viel Voodoo, tut mir leid, geht nicht einfacher. Ne? Und danach sagt er, okay, was ist denn der New Value? Was hat er denn irgendwie für so einen Typ? Und der Typ steht dran, wenn das ein Objekt ist. Wenn es nur ein String ist, steht kein Typ dran. Und wenn also es ein normaler String ist, dann sage ich einfach nur, ah ja, okay, mach so ein Set-Value. Und erstaunlicherweise ist am Ende von dieser ganzen Sache Alt 5, der ist aus. Alt 4, ha, das ist auch aus. Lassen wir es nochmal starten. Steht jetzt hier wieder New Year drin. SE Lab und 31. Na, genau da, wo wir geendet hatten. Na, das heißt jetzt einfach alle Tastendrücke, die ich beim letzten Mal gemacht habe, die sind ja beim, während ich das mache, schon in dieser Datei mitprotokolliert worden. Jetzt lest er diese ganzen Tastendrücke, diese ganzen Changes wieder ein und macht sie nochmal. Das ist der ganze Trick. Na, und dann habe ich wieder genau den gleichen Zustand wie vorher. Dann mache ich mein Graphical User Interface drumherum und dann bin ich wieder da, wo ich vorher war. Na, und das funktioniert super einfach. Ah ja, na, also man braucht diese Sachen. Das Schöne ist, die kann man alle aus einer Bibliothek holen. Bald aus FoolLib-YAML. Im Augenblick noch aus diesem Beispielcode-Projekt unter GitHub. Da muss man nichts Neues für programmieren. Alles, was wir letztendlich machen mussten, war, jetzt muss ich wieder die richtige Stelle finden, in der Party-App hier getParty sagen. Und da habe ich im Wesentlichen nur diese eine Zeile. Wenn ich das dazufüge, habe ich Persistenz. Na? Und zwar diese sichere Art von Persistenz, die jeden Tastendruck mitprotokolliert.
Voodoo. Das heißt, in der besten aller Welten könnt ihr einfach diese eine Zeile demnächst, also nächstes Jahr, können die Studenten einfach diese eine Zeile dazu tun. Ihr müsst euch noch die ganzen Dateien, die hier drin sind, den Data Manager, den Event Yaml oder was es da auch alles so braucht, müsst ihr mal so ein bisschen gucken, aus diesem PM Winter 18-19 Projekt von GitHub zu euch rüber kopieren, kompilieren, einbinden, dann habt ihr das auch. Und das funktioniert auch für euer Spiel. Na? So, das ist jetzt schon ziemlich cool. Das sind so insgesamt, glaube ich, 1000 Zeilen Code, die diesen ganzen Kram machen. Das ist. Benutzt dieses Reflection, das ist ziemlicher Voodoo. Sorry, unter dem geht's nicht. Dadurch funktioniert es aber eben für alle Modelle, unabhängig davon, welche konkreten Typen und Dinge da drinnen vorkommen. Was noch ein ziemliches Problem ist an dieser Stelle, ist diese Logfiles. Die werden unglaublich lang. Ne? Also jetzt habe ich hier gerade mal ein paar Buchstaben getippt, dann sind das schon 142 Zeilen. Da hat man ruckzuck ein paar 100.000 Zeilen zusammen. Schneller, als man für möglich hält. Weil das so ganz kleinteilig alles mitprotokolliert wird und tatsächlich auch die komplette Historie. Das ist im Prinzip so ein Changelog. Diese Technik mit diesen Changelogs wird übrigens kommt aus der Datenbankwelt. Relationale Datenbanken machen das auch. Ja, da wird jeder Schreibzugriff in so einer Logdatei mitprotokolliert und irgendwann, wenn er es geschafft hat, wirklich fest in der Datenbank drinnen zu sein, dann kann man den Log ein Stückchen von wegschmeißen. Da sagt man, okay, jetzt habe ich einen festen Stand, der diese Changes alle schon drinne hat, das kann ich dann wegschmeißen, die Changes, die ich schon habe. Das Problem ist, dass die Editiergeschichte halt relativ lang werden kann, wenn ich die App lange benutze oder oft hintereinander, bei dieser Party, wenn da viele Eintragungen zu machen sind, dann wird das relativ groß. Bei Spielen ist es eben oft so, dass wenn ich einen langen Spielverlauf habe, wird der komplette Spielverlauf, jede einzelne Mini-Aktion wird aufgezeichnet. Und das wird dann irgendwann zu viel. Deswegen möchte man diesen Log gerne irgendwann mal komprimieren. Dafür ist die Idee, das macht dieser Data Manager auch. Data Manager, in dem Attach macht er das. Zeig dich, du Feigling. Hier. Der macht hier so ein Store Model. Also ganz am Anfang macht er so ein Load Events. Da lädt er diese Event-Datei rein. Jetzt hat er auch schon das aktuelle Modell. Na? Dann macht er ein Store-Model. Da kodiert er das aktuelle Datenmodell mal in dieser kompakten Form, die wir eben hatten. Das können wir auch sehen. Diese Datei wird da geschrieben. Okay, da steht noch nicht so viel drin. Ne? Also so könnte der Change eigentlich auch aussehen. Alles, was wir im Augenblick haben, ist eine Party. Für New Year, SE Lab und das Datum haben wir eine 31. Mehr wissen wir noch nicht. Ne? Und das ist jetzt genau die gleiche Information, wie sie hier drin steht. Und jetzt sieht man ungefähr den Größenunterschied. Ne? Und deswegen muss man es irgendwann mal komprimieren. So, und das Komprimieren macht eben der Data Manager. Wo ist denn das Detsch? Ah, hier. Load Events, lade die Models. Store Model speichert jetzt das Modell. Dann mache ich ein Remove Log File. Ich lösche den Log-Datei, weil ich jetzt weiß, dass ich die aktuelle Version ja schon drin habe in meinem normalen Modell. Und danach melde ich den Model-Listener an. Und dann schreibe ich nur die neuen Changes jetzt noch mit. Tatsächlich ist das Anmelden des Model-Listeners, da kriegt er ja einmal durch das komplette Modell durch. Und für jedes Property, das er findet, feuert er schon einmal das Event. Das heißt, allein dadurch, dass ich den angemeldet habe, habe ich schon mal einmal einen kompletten aktuellen Satz meiner Events abgespeichert. Na, dann bräuchte ich dieses Store-Model eigentlich gar nicht machen. Ich lasse es mal drin. Das heißt, wenn ich jetzt den hier töte, lass uns mal 31.12.2019 noch schreiben. Wunderhübsch. Jetzt gucken wir nochmal in das. Also ich hier keine Dateiübersicht habe, ist echt nervtötend in den Log-File rein. Das ist jetzt länger geworden. Ne, da steht jetzt hier auch schon das komplette Datum mit drin. In dem Model.yaml ist das noch nicht angekommen, weil das da ja noch nicht, wie
Das macht er erst beim Laden wieder, schreibt er diese Datei neu. Jetzt töten wir den mal. Töten, töten, töten. Wunderbar. Dann starten wir eine neu. Puh. So, hier steht das jetzt auch alles noch drin. Das hat er ja aus der Log-Datei alles schön geladen, jeden einzelnen kleinen Change. Das Coole ist, dass er jetzt die Log-Datei ja nach dem Laden gelöscht hat. Dann hat er den Model-Listener angemeldet, dadurch wird sie neu geschrieben. Und in dieses Neuschreiben der Log-Datei ist jetzt aber schon in komprimierter Form. Das heißt, das gucken wir uns jetzt mal an. Die ist jetzt nur noch 20 Zeilen lang. Weil, als er das Modell geladen hat, danach den Listener angemeldet hat, stand ja in den einzelnen Attributen schon das komplette Text drin. Nicht mehr jeder einzelne Tastendruck, sondern der komprimierte Text. Das heißt, er hat nur einen Eintrag hier für die Location, nur einen Eintrag für das Date und nur einen Eintrag für das New Year. Das heißt, das ist jetzt schon eine stark komprimierte Form. Alle Attributwerte, die überschrieben, die mehrfach geschrieben worden sind, wird nur der letzte Schreibzugriff hier so protokolliert. Das ist schon ganz cool, das geht eigentlich auch. Ne? Das heißt, der macht jetzt beim Laden eine Komprimierung der Events auf das minimal Nötigste, nur noch die aktiven, tatsächlichen Properties werden einzeln hier rausgeschrieben. Das ist immer noch länger als das Model.yaml. Ne? Da steht jetzt auch die aktuelle Version drin, weil er das nach dem Laden macht, er so ein Store Model, deswegen steht das jetzt hier richtig. Der kommt mit 4 Zeilen hin, das sind jetzt 20 Zeilen, aber ist besser als die 100 Zeilen, die wir vorher hatten. Also hatten schon so einen Faktor 5, haben wir jetzt komprimiert. Das geht auch noch ein bisschen besser. Faktor 10 kriegt man da normalerweise raus durch diese Komprimierung. Na? Und ja, dieses Ding hier hat nochmal so einen Faktor 5 gegenüber der direkten Modellabspeicherung, aber damit kann man leben. Na, also wenn man das so komprimiert, dann funktioniert das. So. Das heißt, jetzt könnten wir eigentlich nochmal schnell in den Data Manager gehen und da sagen, eigentlich brauche ich das Store Model nicht mehr, ne? Weil das passiert hier durch das Anmelden des Model Listeners auch. Ich lasse es jetzt mal einfach drin. Ich hatte vorher eben, um zu gucken, funktioniert das alles richtig, hier noch ein Load Model drin. Und das hat dann aber dazu geführt, dass nach dem Load Model er auch noch das Load Events machte. Dadurch waren dann Sachen doppelt in meiner Model-Datei drin. Und da passierten komische Dinge. Das war keine gute Idee. Cool. So. Hey, das war das, was ich heute erzählen wollte. Und wir haben auch jetzt 50 Minuten, 40 Minuten, Stunde 10 haben wir schon rum. Wir hätten noch prinzipiell eine Viertelstunde, aber das macht irgendwie keinen Sinn, jetzt was Neues anzufangen. Zusammenfassung, also die Lehre von zu Hause. Persistenz ist machbar. Es gibt verschiedene Verfahren dafür. Ja, also tatsächlich schreibe ich jetzt so einen Changelog mit. Das hat den unschlagbaren Vorteil, dass wenn meine Applikation abstürzt, ich den letzten Change, der es noch auf die Festplatte geschafft hat, auch habe. Das ist gut. Na? Wenn ich so einen Save-Button habe, dann habe ich eben nur den Snapshot, den ich gesaved habe. Was eben manchmal blöd ist, wenn mir mein Programm irgendwie wegraucht. Deswegen sind diese Changelogs eigentlich besser. Das Problem mit den Changelogs ist, dass man da wirklich auch manchmal sehr kleinteilige Changes aufschreibt und dass man viele Schreibzugriffe auf dasselbe Attribut hinterher eine ganz lange Liste hat, wo man eigentlich nur den letzten Eintrag bräuchte. Das heißt, wenn man Changelogs protokolliert, braucht man irgendein Komprimierungsverfahren. Und jetzt funktioniert das hier schon relativ leicht. Ein Weg ist, nachdem ich es geladen habe, die alte Change-Datei wegmachen, komplett neue Changes rausschreiben und der Model-Listener macht das hier auf magische Weise für uns. Deswegen haben wir das jetzt alles schon erledigt. Wenn ich das im JSON, YAML oder XML Format rausschreiben möchte, brauche ich typischerweise eine Bibliothek, die mir diese Umwandlung von Strings in logische Objekte macht oder von logischen Objekten in Strings macht. Das habe ich jetzt mehr oder weniger händisch für diese YAML-Sachen gemacht. Das ist relativ anstrengend. Es gibt ganz viele Bibliotheken, die das für JSON machen.
JSON.org. Jackson ist sehr bekannt. JSON kann ich dafür verwenden. Das kann ich eigentlich auch empfehlen. Das funktioniert auch relativ gut. Da gibt es ein paar Stellen, wo es haarig wird, wo man dann echt aufpassen muss, dass man das richtig macht. Tatsächlich ist das nachher nicht kürzer als das, was ich hier habe. Also selbst wenn ihr so eine JSON- oder JSON-Bibliothek oder Jackson-Bibliothek verwendet, dann müsst ihr irgendwas mit Annotationen machen, müsst ihr natürlich Doku fressen und solche Dinge mehr. Am Schluss habt ihr genauso viel Code wie ich auch. Also on top auf der Bibliothek, die ihr so einfach benutzen könntet. Grob, ein bisschen weniger vielleicht geht es in der Hälfte des Aufwands. Aber da muss schon, tatsächlich muss man da ziemlich rumfummeln, bis man das vernünftig hingekriegt hat. Und deswegen unterrichte ich es hier noch. So, der nächste Punkt ist, nur ganz altmodische Menschen schreiben einfach in eine Datei. Na, die klassische Antwort auf Persistenz ist, schreib das in eine Datenbank. Typischerweise in einer relationalen Datenbank. MySQL oder sowas, ganz schlechte Wahl. Postgres ist, glaube ich, im Augenblick das etwas günstigere Wahl. Es gibt noch so ein paar andere. SQLite oder sowas ist, glaube ich, auch ganz gut. Wenn ich nur so eine Single Application Datenbank brauche, kann ich das nehmen. Der Grund dafür ist, die übernehmen für dich dieses Log-File-Management schon so ein bisschen. Die übernehmen auch ein paar andere Sachen damit. Der andere Grund ist, es ist ein bisschen leichter, selektiv zu laden. Also meine Logdateien musst du ganz lesen oder kannst es knicken. Na? Und wenn eine SQL, wenn ich eine relationale Datenbank habe und habe da eine Tabelle, dann kann ich sagen, gib mir mal bitte nur die Daten, die zu diesem Objekt gehören. Na, da kann ich so eine Select from where Query machen, dann kriege ich eben Ausschnitte aus meinen Daten, kann ich dann wieder laden und dann kann ich die bearbeiten und dann schreibe ich nur die geänderten Ausschnitte wieder in die Datenbank zurück. Das ist eigentlich die professionellere Technologie, die man hier nehmen könnte. War mir jetzt einfach zu punkig. Da muss ich jetzt eben nochmal wieder in meinen Gradle gehen, nochmal irgendeine komische JAR-Datei oder irgendeine komische Bibliothek einbinden. Da muss ich mich mit dem objektrelationalen Mapping auseinandersetzen. Letztendlich muss ich meine Dinge, mein Objekt wieder irgendwie auf so eine relationale Tabelle, Datensätze abbilden, auf so Tupel abbilden und dann irgendwie runterschreiben. Hatte ich irgendwie überhaupt keinen Bock drauf. Ich mache das nicht gerne, ich kann auch nicht gut Datenbanken. Ne? Geht zu Stumme, der erklärt euch, wie das geht. Ne? Mir war es jetzt hier zu punkig. Bei so kleinen Sachen kann man das auch mal weglassen. Der dritte Punkt, der jetzt hier noch fehlt, ist, so wie ich das jetzt hier mache, mit dem Protokollieren der elementaren Changes. Diese elementaren Changes könnte ich übrigens auch in eine relationale Datenbanktabelle schreiben. Ein Property-Change nach dem anderen. Na, dann habe ich genau das gleiche wie meine Datei. Und dann kann ich die auch aus dieser relationalen Datenbank wieder laden und genauso anwenden. Da habe ich nur die Persistenzebene getauscht. Habe aber logisch nicht irgendwie was anderes gemacht. Diese Art von Persistenz, die ich hier habe, hat den riesengroßen Nachteil, die ist nicht multi-user-fähig. Wenn man diese Property Changes auf der Ebene mitschreibt, ist es unglaublich schwer, das hinzukriegen, dass zwei Leute auf ihren beiden Handys das gleiche Programm haben und auf den gleichen Daten schreiben. Das Problem dabei ist, diese ID, die sich diese ID-Map da überlegt, ja, der gibt ja so komische Namen für die einzelnen Objekte raus. P1 für Party, Albert 2, Ali 3 und dann Shopping-Item S4, S5. Ne? Das waren so diese Namen dafür. Die denkt er sich nach einem bestimmten Schema aus. Und dann erkennt er, okay, ich editiere jetzt gerade den Namen von der Party. Ich editiere jetzt gerade den Namen von dem ersten Participant. Und so weiter und so weiter. Wenn jetzt zwei verschiedene Applikationen das machen, passieren ganz, ganz komische Dinge, wenn die Namen, die du auf deinem Handy machst und die ich auf meinem Handy mache, die sich das System intern ausgeben, wenn es da Clashes gibt. Wenn du den gleichen Namen für irgendein Participant vergibst und ich vergebe den Namen für ein Shopping-Item. Haben wir schon mal ein mittelgroßes Problem. Na? Oder wir machen beide einen neuen Participant und du nennst ihn Olga und ich nenne ihn Otto. So, was bleibt denn dann am Schluss? Dann haben wir einen Konflikt erzeugt. Ne? Tatsächlich meinten wir zwei verschiedene Leute, aber unser System hat gesagt, der nächste freie Name ist P3, das kriegt er jetzt. Scheiße. Ne? Und da passieren ungeheure Dinge
Und man kriegt das Schier nicht in den Griff. Also wir haben das jetzt jahrelang versucht. Dieser alte Mann kriegt das nicht hin. So, deswegen verwende ich, wenn ich ein multi-userfähiges System haben möchte, einen anderen Mechanismus für die Persistenz, der auch auf so ähnlichen Changelog-Ideen basiert, aber das eben anders macht und ein bisschen komplizierter macht. Und das erkläre ich euch in 2 Wochen. Na, oder ja, wahrscheinlich in 2 Wochen, 2, 3 Wochen. Dazwischen schieben wir jetzt nochmal einen Block ein. Also das heißt, das, was wir heute gelernt haben, der Persistenzmechanismus funktioniert brauchbar für Single-User-Dinge, aber nicht für Multi-User. Na? Multi-User erklären wir in 2 Wochen. Dazwischen schiebe ich einen Block ein für dieses Update Saldi. Es gibt, wenn ich kompliziertere, logischere Operationen, Navigationssachen, Queries auf meinem Objektmodell machen möchte, eine eigene Teilsprache in FuLib, mit der das geht. Und tatsächlich gibt es ganz bei EMF, dem Konkurrenzmodell, das viel erfolgreicher ist, gibt es auch entsprechende Mechanismen. Da wird sehr viel OCL verwendet, Object Constraint Language. Und es gibt andere Query-Mechanismen. Es gibt OQL für Node4j und ganz viele Sachen. Und das ist jetzt nochmal was, was ich euch auch mitgeben möchte. Wenn man mit komplexen Modellen arbeitet, was habe ich da noch mehr an Handwerkszeug zur Verfügung? Das machen wir nächste Woche. Danach. Entschuldigung. Machen wir Multi-User-Fähigkeit. Und das Multi-User braucht tatsächlich 3 Wochen. Also haben wir noch so viele? Mindestens 2. Wir fangen an. 4 haben wir noch. 5. Verrückt. Also 4 Wochen brauchen wir noch. Wir kriegen das hin. Klappt jedes Jahr. Also was wir dann als erstes machen wollen, werden, wenn wir Multi-User-Fähigkeit haben wollen, ist, wir bauen einen Chat-Server. Na, oder eine Chat-Applikation, wo man einfach nur miteinander chatten kann, wie bei WhatsApp von mir aus. Na? Da lernen wir die Grundmechanismen kennen, weil letztendlich ist es, wenn ich ein multi-userfähiges Programm habe und habe 2 Instanzen davon auf verschiedenen Rechnern, funktioniert intern die Kommunikation dieser beiden Programme auch über so einen Chat-Mechanismus. Die chatten miteinander. Die schicken sich WhatsApps. Na? Und zwar in diesen WhatsApps schicken sie sich im Wesentlichen so YAML- oder JSON-Nachrichten über: Ich habe gerade das getan. Ich habe gerade das getan. Und dann macht der andere das nach. So funktioniert ein Multi-User. Na? Und da muss man sich eben noch ID-Schemata überlegen und all so ein Kram. Und das alles machen wir bis zum Rest des Semesters, weil dann sind wir fürs nächste Semester klar, wo wir ein Multi-User-Spiel wahrscheinlich in Software Engineering 1 bauen wollen. Da brauchen wir alle diesen Kram. Na? Okay, danke ich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächste Woche wieder.